Helge Bretra. Danke Mario, danke an euch, dass ihr gekommen seid. Danke an den Mario, an Doc 18 und die Rote Fabrik, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin eingeladen worden, aus der Josefine Mutzenbacher zu lesen. Ich glaube, dass es auch spannend ist, wie Mario gesagt hat, in einen Kontext zu stellen mit anderen Texten, wie in welcher Tradition diese Art von Text steht und was sie über Geschlechter aussagt. Ich habe eine Mauer geschrieben, eines der berühmtesten Zitate von Jenny Holzer, einer amerikanischen Künstlerin. You live the result of all plans. Und ich glaube, dass die Mutzenbacher ein schönes Beispiel dafür ist, wie sich alte Pläne, die Menschen einmal gemacht haben, weiter fortleben. Die Geschichte. Der Roman Josefine Mutzenbacher, Geschichte einer wienerischen Dirne, wird oft bezeichnet als ein Buch über weibliche Sexualität oder über Frauen oder über weibliche Anatomie oder über Prostitution oder als Porno. Ich glaube, dass es nicht so einfach ist. Also was über weibliche Sexualität in dem Buch steht, ist eigentlich das Gegenteil von dem, wie weibliche Sexualität ist. Die Beschreibungen von kindlicher und weiblicher Anatomie sind voller Holler. Es geht eigentlich auch nicht um Sexarbeit und es ist auch nicht nur ein Porno. Es gibt sogar sehr wenige Textstellen, die ein Porno darin sind, sondern es ist eigentlich ein Kinderporno. Und zwar ein Kindergebrauchsporno, der ziemlich gut funktioniert. Und es ist eine Aneinanderreihung von Vergewaltigungen, die sowohl 1906, als das Buch das erste Mal erschienen ist, auch also heute ganz klar strafrechtlich relevante Verbrechen sind. Die Josefine Mutzenbacher hat sicher nicht gegeben. Also die Person, die in dem Buch beschrieben wird, war am Anfang 7 Jahre alt und ist am Ende 13. Die zweite Person, die da als Prostituierte beschrieben wird, ist am Ende des Buches 15. Und was da an Verbrechen beschrieben wird, wird durch das Buch eigentlich legitimiert und auch verharmlost. Und wenn ich hier sage, dass es nicht Sexarbeit ist, dann sage ich aber nicht, dass Sexarbeit immer ein Verbrechen ist, sondern einfach, wenn es 7-jährige Kinder machen. Und in dem Buch sind Kinder fast immer an den Handlungen beteiligt. Ich möchte ein Zitat von Melissa Geary Grant vorlesen über Sexarbeit und Sexarbeitspolitik. Um das zu verdeutlichen, dass ich nicht glaube, dass es prinzipiell ein Verbrechen ist. Sexarbeit ist immer mehr als nur eine Gewalterfahrung. Sie darauf zu reduzieren, heißt auch zu behaupten, Sexarbeit sei ohne Gewalt gar nicht möglich. Und wenn man das tut, dann muss man auch den echten Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern nicht mehr zuhören. Wenn wir ohnehin schon alles über ihr Schicksal wissen, dann haben sie in einem Text keine andere Funktion, als die Einstellungen der Leser und Leserinnen zu bestätigen. Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der prostituierten Rettungsindustrie sind Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen lediglich Statisten in einer Erzählung, in der sie sonst keine Rolle spielen. Sie sind Nebenfiguren der Mitleidspornografie, die von Expertinnen, JournalistInnen, FilmemacherInnen und NGO-MitarbeiterInnen produziert wird, von der vor allem diese Leute profitieren und mit Hilfe derer sie ihre berufliche und gesellschaftliche Macht zementieren. Wenn aber Sexarbeiter und SexarbeiterInnen tatsächlich Diskriminierung, Schikanen oder Gewalt ausgesetzt sind, hilft diese Mitleidspornografie auch dabei, diese Phänomene, so schlimm sie auch sind, als normale und erwartbare Begleiterscheinungen von Sexarbeit zu verharmlosen. Starhawk hat einmal gesagt, Erniedrigung ist die Lieblingswaffe des Systems gegen das Selbst. In der Geschichte der Josefine Mutzenbacher werden Frauen immer dargestellt als die Initiatorinnen von Sex. Sie wollen immer Sex und auch mit allen und sie werden von unterschiedlichen Dingen unendlich erregt. Also zum Beispiel, wenn sie einen Mann sehen, wenn sie einen Mann anschauen, wenn sie einen Penis sehen, wenn sie einen Penis berühren. Schmerz spielt dabei überhaupt keine Rolle und die Männer sind ein bisschen oder völlig den Frauen ausgeliefert. Die Männer sind Opfer von weiblicher Sexualität. Sie werden beschrieben als Maschinen oder als Künstler. Künstler oder Künstlerin zu sein, wird den Frauen nicht zugestanden.
Die Opfer sind Opfer ihrer, die Frauen sind Opfer ihrer eigenen Lust, so wie die Männer Opfer der weiblichen Lust sind. Das hat eine sehr, sehr lange Tradition, und um das ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich etwas vorlesen aus dem sehr berühmten Buch von Heinrich Kramer, auch genannt Incitoris, der Hexenhammer, Malleus Maleficarum. Suchen wir nach, finden wir, dass fast alle Reiche der Welt durch die Frauen zerstört worden sind. Endlich kommen wir zur Erörterung der fleischlichen Begierden des Körpers selbst. Und von da kommen unzählige Schädigungen des menschlichen Lebens, sodass wir mit Recht mit Cato Uticensis sagen können, wenn die Welt ohne Frauen sein könnte, wäre unser Lebenswandel göttlich. Außerdem ist sie bitterer als der Tod, weil dieser, der Tod, natürlich ist und nur den Körper vernichtet. Aber die Sünde von der Frau ausgegangen, tötet auf gleiche Weise Seele und Körper durch den Entzug der Gnade zur Strafe für die Sünde. Kommen wir zum Schluss. Alles geschieht durch fleischliche Begierde, die bei ihnen unersättlich ist. Drei Dinge sind unersättlich und das vierte, das niemals spricht, genug, nämlich der Schlund der Gebärmutter. Darum haben sie, gemeint sind die Frauen, auch mit den Dämonen zu schaffen, um ihre Lust zu stillen. Vieles könnte hier ausgeführt werden, aber den Verständigen erscheint es offensichtlich genug, dass es kein Wunder ist, dass man mehr Frauen von der Ketzerei, der Zauberei befallen findet als Männer. Daher ist es auch folgerichtig, die Ketzerei nicht als die der Zauberei, sondern als die der Hexen zu bezeichnen, damit die Benennung vom Wichtigeren her erfolge. Und gepriesen sei der Höchste, der das männliche Geschlecht vor so großer Schändlichkeit bis heute bewahrte. Wie aus der vorherigen Frage deutlich wird, dass, weil die drei Laster, Unglaube, Ehrgeiz und Wollust, besonders bei schlechten Frauen herrschen. Ich werde als nächstes was vorlesen von Sigmund Freud, der im Grunde genau das Gleiche sagt wie Heinrich Kramer, nämlich, dass Frauen die Kultur schädigen und die Gesellschaft schädigen, aus einem Text von 1906, also aus dem gleichen Jahr, wie die Mutzenbacher erschienen ist. Ferner treten bald die Frauen in einen Gegensatz zur Kulturströmung und entfalten ihren verzögernden und zurückhaltenden Einfluss, dieselben, die anfangs durch die Forderungen ihrer Liebe das Fundament der Kultur gelegt haben sollen. Die Frauen vertreten die Interessen der Familie und des Sexuallebens. Die Kulturarbeit ist immer mehr Sache der Männer geworden, stellt ihnen immer schwierigere Aufgaben, nötigt sie zu Triebsublimierungen, denen die Frauen wenig gewachsen sind. Da der Mensch, und hier meint er nur den Mann, nicht über unbegrenzte Quantitäten psychischer Energie verfügen, muss er seine Aufgaben durch zweckmäßige Verteilung der Libido erledigen. Was für kulturelle Zwecke verbraucht, entzieht er großteils den Frauen und dem Sexualleben. So zieht sich die Frau durch die Ansprüche der Kultur in den Hintergrund gedrängt und tritt zu ihr in ein feindliches Verhältnis. Und auch hier sieht man schon klar, dass für Freud gehören die Frauen zur Sexualität und die Sexualität gehört zur Frau. Von diesem Jahr 1906 gehe ich aber jetzt wieder ein bisschen zurück, nämlich in das Jahr 1858 und lese ein Zitat von William Acton, einem der führenden britischen Mediziner seiner Zeit, der ein Buch über die Prostitution geschrieben hat, das die Politik, auch die Frauenpolitik, ganz maßgeblich beeinflusst hat, wie ich später noch ein bisschen erklären werde. Also in diesem Buch über die Prostitution schreibt William Acton: Die Sünde versteckt sich nicht, sie säumt unsere Straßen, bricht unsere Parks und Theater ein, bringt den Leichtsinnigen in Versuchung und verführt den Unschuldigen. Sie dringt ein in unsere Heime, zerstört eheliches Glück und elterliche Hoffnungen. Unsere Gesellschaft ist von ihr nicht nur indirekt bedroht. Wir wissen längst, dass Prostituierte trotz ihrer befleckten Körper und ihres verdorbenen Gewissens irgendwann zu Ehefrauen und Müttern werden. Manche unserer gesellschaftlichen Schichten sind jegliche Moral bereits so beraubt, dass sie auf Frauen, die von der Vermietung ihres Körpers leben, nicht herabsehen, sondern sie als nahezu gleichwertig ansehen. Es ist daher offensichtlich, dass selbst wenn wir diese Frauen als ausgestoßenen Parias bezeichnen, sie das Böse in alle Schichten der Gemeinschaft hineintragen.
Der moralische Schaden, den sie in unserer Gesellschaft zufügen, ist unermesslich. Der physische Schaden, den wir durch sie erleiden, ist fast genauso groß. Dieses Buch war die Basis von Gesetzestexten, die es in ganz Europa gegeben hat und die man in Großbritannien Contagious Disease Acts genannt hat. Und das Buch von Acton war eigentlich die Ursache dafür, dass diese Gesetze gemacht worden sind. Sie haben erlaubt, dass Frauen eigentlich völlig willkürlich verhaftet werden konnten, zwangsuntersucht und zwangsbehandelt werden konnten und inhaftiert wurden, also in sogenannten Krankenhäusern, in denen sie meistens aber eigentlich erst angesteckt worden sind, weil die hygienischen Bedingungen dort entsprechend gewesen sind. Also sie haben in diesen Krankenhäusern sich erst mit Geschlechtskrankheiten angesteckt und sie mussten dort auch noch Zwangsarbeit leisten. Die Behandlungen waren mit vor allem Arsen und Quecksilber und sie waren im besten Falle sehr gesundheitsschädlich, aber sehr oft auch tödlich. Diese, also vergleichbare Gesetze gab es in fast ganz Europa und die Behandlungen waren mit Arsen und Quecksilber waren medizinischer Standard. In Großbritannien wurden sie durchgeführt in Gebäuden, die, man kann ganz offen sagen, dass die hygienischen Bedingungen dort eine absolute Katastrophe waren. Das Personal war extrem brutal und es gibt Berichte, dass sie vor offenen Fenstern auf Straßenhöhe stattgefunden haben und davor die neugierigen Passanten gewesen sind, die nicht nur sehen wollten, wie diese vaginalen Untersuchungen und Behandlungen durchgeführt wurden, sondern natürlich auch, wer da behandelt wird. Das Besondere daran war aber, dass durch die Frauenfeindlichkeit, weil also die eigentliche Ursache war, dass jeder vierte britische Soldat eine Geschlechtskrankheit hatte und die Soldaten haben sich aber gewehrt gegen die Untersuchungen, also haben sie versucht, das anders zu machen und haben eben begonnen, die Frauen zu untersuchen und zu behandeln. Und es wurden relativ von Anfang an Frauen, die einfach nachts auf der Straße waren, verhaftet oder Frauen, die halt irgendwo einem Polizisten komisch vorgekommen sind und haben diese Zwangsbehandlungen sich angedeihen lassen müssen. Und das hat sofort zu sehr großen Protesten von breiten Teilen der Bevölkerung geführt. Und es gab bis 1864 wurden sie eingeführt, es gab zwei Reformen. Und bis ins Jahre 1885 gab es 9.667 Petitionen an das britische Parlament mit insgesamt 2.150.941 Unterschriften gegen diese Contagious Disease Acts. Und das hat auch dazu geführt, dass sie 1885 wieder abgeschafft worden sind. Aber im Zuge dieser Proteste hat sich die Frauenbewegung entwickelt. Und das ganz Zentrale ist für mich, dass die Suffragetten, die erst später, also die im Zuge dieser Proteste entstanden sind, alle diese erprobten Taktiken der Proteste übernommen haben. Das heißt, die Basis der Frauenbewegung waren die Taktiken, die Proteste gegen diese Contagious Disease Acts gemacht haben. Ich habe das erst vor wenigen Wochen erfahren und ich möchte dazu sagen, dass ich mich seit 20 Jahren mit Sexualpolitik und Feminismus beschäftige und dass die Proteste gegen die Zwangsuntersuchung von Sexarbeiterinnen eigentlich die Basis der Frauenbewegung sind, das habe ich nicht gewusst, obwohl ich mich wirklich mit diesen Themen sehr, sehr intensiv beschäftigt habe. Aber was auch passiert ist, nach 1885 waren nicht nur diese Gesetze wieder weg, sondern es hat auch keine willkürlichen Verhaftungen von zivilen Frauen mehr, also von nicht sexarbeitenden Frauen oder Prostituierten gegeben. Und damit haben sich die Feministinnen und die Frauenbewegung auch von den Sexarbeiterinnen und deren Problemen mehr oder weniger wieder abgewendet und sich auf das katholische Kerngeschäft der Abschaffung und Ausrottung der Prostitution beschränkt. Die wird jetzt immerhin seit 2000 Jahren betrieben und jetzt gab es dann bestimmt auch bald. Melissa Gira Grant, das von der ich vorher schon vorgelesen habe, eine Autorin, Journalistin und Sexarbeiterin, schreibt in ihrem Buch, die Stigmatisierung richtet viel größeren Schaden an als die Sexarbeit selbst. Ähm,
Eine deutsche Vereinigung hat zu den Gesetzen gesagt, die Reglementierung erleichtert dem männlichen Geschlecht die Benutzung der Prostitution und sie bedeutet auch eine tiefe Entwürdigung der Frauen. Sie ist ein Eingriff in die Menschenrechte der Frauen, da sie den Rechtsgrundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz verletzt. Harriet Gilbert und Charlotte Roche haben in einem Buch über die weibliche Sexualität geschrieben, über das es nachher wieder nur die Abschaffung der Prostitution im Auge war. Im Endeffekt haben sie also nichts anderes gewollt, als dass ihnen jede Frau ins sexuelle Exil folgen sollte. Wie gesagt, haben diese Untersuchungen ganz Europa betroffen. In Bayern zum Beispiel gab es ab 1872 bis zu 2 Jahre Arbeitshaus. Und als Beweis dafür, dass eine Frau eine Prostituierte ist, reichte auch in Bayern ausdrücklich, dass eine Frau sich nachts auf der Straße aufhält. Es gab dann zum Beispiel 1923 den Fall der Lisbeth Kolomak, die mit 15 von zu Hause ausgerissen ist und verdächtigt wurde, dass sie eine Prostituierte gewesen sei. Sie war, wie gesagt, 15 Jahre alt. Und man hat sie wieder gefunden und sie wieder nach Hause gebracht, wo ihre Eltern versucht haben, sie halt zu Hause wieder zu erziehen, wo es aber mehr darum gegangen ist, dass sie halt nicht wieder abhaut. Und dann hat eine Freundin und Anführungszeichen die Lisbeth denunziert, dass sie eine Geschlechtskrankheit hätte, woraufhin sie inhaftiert worden ist und binnen kürzester Zeit an den Folgen der Behandlung gestorben ist. Also Arsen, sie hat mit ihren 15, 16 Jahren die Arsendosis für einen übergewichtigen erwachsenen Mann bekommen und sie hat sich übrigens auch in diesem sogenannten Krankenhaus an einer zweiten Geschlechtskrankheit infiziert, wobei auch nicht gewiss ist, ob sie nicht die erste auch dort bekommen hat. Die Mutter hat nach dem Tod der Lisbeth ein Tagebuch geschrieben, ein anonymes, und man hat sich sehr bemüht, in der sie diese ganze Entwicklungsgeschichte der Denunzierungen und auch des Todes von Lisbeth beschrieben hat. Und nachdem herausgekommen ist, wer die Autorin dieses Buches ist, ist die Mutter der Zuhälterei beschuldigt und dafür eingesperrt worden. Also das waren die Aktivitäten, die auf so etwas, die mit diesen Zwangsbehandlungen einhergegangen sind. In Österreich gibt es übrigens noch immer Zwangsuntersuchungen. Das ist das vorletzte Land, wo es das gibt. Das zweite ist Griechenland. Da werden sie aber sehr viel weniger streng behandelt. Und das, obwohl sogar die UNO-Folterabteilung diese Untersuchungen in Österreich schon als Menschenrechtsverletzung bezeichnet hat. Ich möchte auch noch ein paar Zitate aus dem Umfeld des Falls der Lisbeth Kolomak vorlesen, die auch zeigen, dass die öffentliche Meinung nicht auf Seiten der Untersuchungen war. Heinz Pohl, ein Journalist, schreibt: Untersuchungen, Vernehmungen, Erklärungen, Dementis, Protokolle, Debatten, Anträge, Verhaftungen. So viel Lärm um ein kleines, syphiliskrankes Mädchen? Da muss doch wohl noch mehr faul sein, als selbst die tapfere Frau Kolomak, Waschfrau aus Bremen, in ihren kühnsten Dichterfantasien je geahnt hat. Schlagzeilen waren: zur Dirne gestempelt, Totentanz in Bremen, die Anklägerin auf der Anklagebank, Racheprozess gegen Frau Kolomak. Die große Streitfrage: hat sie sich geschminkt? Große Namen der deutschen Gerichtsreportage reisten nach Bern, unter anderem Karl von Ossietzky und Dutzende Journalisten aus dem In- und Ausland, aus Europa und Südamerika, sind nach Bremen gefahren, um den Prozess gegen die Mutter von Lisbeth Kolomak mitzuverfolgen. Karl von Ossietzky schrieb über die Richter: Sie sind ebenso gegen kurzes Haar und kurze Kleider wie gegen die Weimarer Verfassung. Sie sind gegen die neue Selbstständigkeit der jungen Mädchen. Sie schützen einen Zustand, den es nicht mehr gibt. Sie schützen eine patriarchalische Moral, die der Krieg niedergelegt hat und über deren Trümmern heute seidenbestrumpfte Beinchen lustig tanzen und gelegentlich stolpern und versinken. Die nächste Generation wird schon viel sicherer tanzen. Gemeint hat Ossietzky damit aber die Mädchen. Eine der wichtigsten Figuren der europäischen Sexarbeiterinnenbewegung, ein Pseudonym war Barbara, hat in einer ihrer Lebensgeschichte
auch etwas geschrieben über gesunde Untersuchungen, das ich sehr, sehr spannend finde. Wenn alle sogenannten ehrbaren Frauen genauso scharf aufpassen würden wie wir, wären die Geschlechtskrankheiten in Frankreich wahrscheinlich schon zurückgegangen, anstatt sich auszubreiten. Aber während für Prostituierte diese Krankheit eine Beeinträchtigung ihrer Arbeit ist, die sie so schnell wie möglich beseitigen wollen, fürchten sich die anderen Frauen davor oder schämen sich. Sie vertuschen die Krankheit oder wollen es einfach nicht wahrhaben. Nach der offiziellen Statistik, wie sie im Journal Medical vom 18. Juni 1975 abgedruckt ist und auch sogar von Simone Weil zitiert wird, sind Prostituierte nur in 15% aller Fälle, aller in Frankreich erfassten Fälle von Geschlechtskrankheiten beteiligt. Bis heute ist es so, dass Sexarbeiterinnen weniger Geschlechtskrankheiten haben als sogenannte brave Frauen. Ich möchte als kleinen Kontrast dazu jetzt etwas vorlesen aus einem Buch von Emily Nagoski, das heißt Komm, wie du willst, das neue Frauensexbuch. Sie ist Sexualwissenschaftlerin und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Sexualität. Ich lese es auch als Kontrast besonders zum Hexenhammer und zu dem, was Freud über die weibliche Sexualität sagt. In der Geschichte geht es nicht um Biologie, sondern darum, Frauen zu kontrollieren. Es wurde eine Barriere an der Vaginalöffnung gesehen und daraufhin beschlossen, dass dies ein Kennzeichen für Jungfräulichkeit sein musste. In biologischer Hinsicht eine unsinnige Vorstellung. Eine so merkwürdige Idee konnte nur in einer Gesellschaft erfunden werden, in der Frauen buchstäblich Terrain Besitz waren und ihre Vaginen ihr wertvollster Teil, ein gut bewachtes Terrain. Obwohl das Hymen keine physische oder biologische Funktion erfüllt, haben viele Kulturen und Gesellschaften so tiefgreifende Mythen darüber erschaffen, dass man das Hymen sogar operativ wiederherstellen lassen kann, als wäre das medizinisch notwendig. Wer bietet eigentlich eine Operation an, um männliche Brustwarzen zu perfektionieren? Die mediale Message an die Frauen ist, sie sind unzulänglich. Hintern versohlen, Spiel mit Essen, Ménage à trois, haben sie alles schon gemacht? Ja, nun zumindest hatten sie doch schon klitorale, vaginale, uterine, energetische, ausgedehnte oder multiple Orgasmen. Und sie haben mindestens schon 35 verschiedene Positionen gemeistert, nicht wahr? Sollten sie das alles nicht probiert haben, sind sie frigide. Wenn sie bislang zu wenige Partner hatten, keine Pornos schauen und nicht eine ganze Kollektion von Vibratoren in der Schublade ihres Nachttisches verwahren, sind sie prüde. Außerdem sind sie zu fett und zu dünn. Ihre Brüste sind zu groß und zu klein. Ihr Körper ist verkehrt. Wenn sie nicht versuchen, ihn zu verändern, sind sie faul. Falls sie zufrieden mit sich sind, so wie sie sind, müssen sie ziemlich genügsam sein. Und sollten sie sich nicht sogar aktivistisch mögen, dann sind sie eine eingebildete Schnepfe. Kurz gesagt, sie gehen es falsch an. Machen sie es anders? Nein, so nicht, das ist auch falsch. Probieren sie noch etwas anderes und so auf ewig weiter. Und Frauen werden nicht rundum selig und zufrieden mit ihrem Sexleben sein, solange sie nicht rundum selig und zufrieden mit ihren eigenen Körpern sind. Letztlich läuft es darauf hinaus, dass viele Frauen ihrem Körper weniger vertrauen als dem, was sie durch die Gesellschaft über ihren Körper gelernt haben. Und natürlich auch über ihre Sexualität. Hoppala, da fliegen schon im Büro, glaube ich. Dass Frauen und ihr Frauenkörper und ihre weibliche Sexualität, die Kultur, die Zivilisation und den Mann zerstören oder zumindest stören oder ablenken, ist eine uralte Geschichte. Ein old plan. Weibliche Körper und weibliche Sexualität muss dabei kontrolliert, normiert und deformiert werden. Frauen spielen dabei selbst eine große Rolle. Die Gesellschaft bekämpft die weibliche Lust. Das ist keine Rhetorik von mir, das ist die Geschichte, die uns Vergewaltigungen erzählen, die uns der Schönheitswahn erzählt, das Fatshaming, der Hurenhass, die Entrechtung, der Gender Pay Gap und die Diskriminierung der Frauen. Ich glaube sogar, dass die Homophobie ein Teil dieser Angst, dieser erlernten Angst ist. Frauen, die Sex haben und dabei Spaß, galten und gelten seit jeher potenziell als krank, gestört und als ein Ärgernis. Promiskuität war die längste Zeit der Geschichte der Medizin eine ernsthafte Diagnose, die aber von der Medizin immer nur bei den Frauen gestellt wird.
Wer Lust hat, ist bei den Frauen ein bisschen gestört. Eine Frau, die viel Sex hat, ist eine Hure und das ist natürlich eine Beleidigung. Casanova ist ein Held, ein Poet, ein Literat, ein Intellektueller. Don Juan ist ein Hero. Die Diskriminierungen sind alle Teil des gleichen Kuchens und Menschen zum Schweigen bringen ist ein Teil dessen, was diese Diskriminierungen erzeugt. Die Männer lernen in den Kursen, wie man sich eine Frau aufreißt. Die Frauen lernen, wie sie sich einen teuren, wie sie sich einen treuen Ehemann finden und halten können. Nämlich indem sie den Mund halten und versuchen, das zu sein, was man gerade zeitgemäß als schön bezeichnet. Bei den Frauen sind bis heute, je nachdem welche Statistik man heranzieht, zwischen 50% und 80% aller Orgasmen vorgetäuscht, obwohl es bis 1905 niemand auf die Idee gekommen ist, dass es einen vaginalen Orgasmus geben hätte können, findet man ihn heute noch immer in den Fachbüchern. 1905 hat Sigmund Freud bei seiner These der Pubertätsverdrängung zum ersten Mal von einem vaginalen Orgasmus gesprochen. Vorher kannte man ihn nicht, in anderen Kontinenten kennt man ihn bis heute nicht. In der Geschichte der Menschheit gibt es bis heute insgesamt zwei Publikationen, beide sind ganz kurze Aufsätze über die Klitoris. Während die ganze Welt weiß, wie ein Penis aussieht, weiß noch immer fast niemand, wie eine Klitoris aussieht. Man findet das auch nicht in den Büchern. Zwischen 10% und 20% aller Frauen haben nie im Leben einen Orgasmus, während 99% der Frauen bei Masturbation immer einen haben. Was wir über Sexualität lernen, ist eine Männerversion. Und bis heute ist Sexualität überall auf der Welt potenziell ein strafbares Delikt und Ursache hoher Strafen. Kommen wir zu Josephine Mutzenmacher und ich fange jetzt einfach einmal ein bisschen an, aus diesem von einem Mann geschriebenen Buch ein bisschen vorzulesen. Es ist übrigens sofort verboten worden, noch bevor es erschienen ist, oder? Was du, Mario? Es ist verboten worden, bevor es erschienen ist, oder? Wissen wir nicht. Okay. Vorrede. Josephine Mutzenmacher, Geschichte einer wienerischen Dirne. Revers. Der Käufer dieses Buches hat auf einem beigelegten Verpflichtungsschein versichert, dass er das 21. Lebensjahr vollendet hat, auf den Inhalt des Buches vorbereitet war und daran keinen Anstoß nimmt. Er hat sich weiterhin verpflichtet, es vor Jugendlichen unter 21 Jahren unter Verschluss zu halten und allen solchen Personen vorzuenthalten, die mit Wahrscheinlichkeit zu einer objektiven Kenntnisnahme nicht in der Lage sind. Vorbemerkung des Herausgebers. Josephine Mutzenmacher, in der Vorstadt am 20. Februar 1852 geboren, stand frühzeitig unter sittenpolizeilicher Kontrolle. Wohlhabend und glänzend ausgestattet, als Dirne der elegantesten Sorte, ein auffallendes und vielbemerktes Dasein geführt, verbrachte ihre Tage in ziemlicher Einsamkeit, zu der sich dann bald auch ihre Erkrankung gesellte, einem Frauenleiden, dem Josephine später auch erlag. Es ist ein seltenes Dokument seelischer Aufrichtigkeit. An den Bekenntnissen der Josephine Mutzenmacher wurde im Wesentlichen nicht viel geändert. Susan Sontag sagt, ein Mann ist immer zu sehen, Frauen werden angeschaut. Ich muss mal kurz ein bisschen... Ich bin frühzeitig zur Hure geworden, ich habe alles erlebt, aber ich bereue nichts. Ich bin reich, bin verblüht und sehr oft ganz vereinsamt. Es fällt mir nicht ein, jetzt Buße zu tun. Aus Armut und Elend bin ich, wie ich entstammt bin, habe ich alles meinem Körper zu verdanken. Ohne diesen gierigen, zu jeder Sinneslust frühzeitig entzündeten, in jedem Laster von Kindheit an geübten Körper, wäre ich verkommen wie meine Gespielinnen, die im Findelhaus starben oder als abgerackerte, stumpfsinnige Proletarierfrauen zugrunde gingen. Ich bin nicht im Dreck der Vororte erstickt. Ich habe mir eine schöne Bildung erworben, die ich einzig und allein der Hurerei verdanke. Ich habe mich aufgehen lassen und gefunden, dass wir armen, niedrig geborenen Weiber nicht so viel Schuld haben, als man uns einreden möchte. Ich habe die Welt gesehen
Und alles das verdanke ich meinem Lebenswandel, den man einen lasterhaften nennt. Auch finde ich, dass der Lebensgang von meinesgleichen nirgends aufgeschrieben steht. Die Bücher, die ich danach durchsucht habe, erzählen nichts davon. Ich möchte noch einmal etwas von der Barbara vorlesen. Ich liebe das Leben, den Regen, den Wind. Ich liebe Bach, Vivaldi. Ich liebe Jean Rocher, Cosimo, Brel, Brasson und Greco. Ich liebe auch Serge Lamar, François Hardy. Ich liebe Kinder, meine Kinder. In ihren Bewegungen entdecke ich das Leben. Ich liebe mein Haus und koche gern für meine Freunde. Ich liebe es, einen ganzen Abend lang zu lesen. Ich gehe gern ins Kino und ins Theater. Ich liebe die Wärme meiner Freunde. Ich mache gern Geschenke. Ich liebe es, hübsch auszusehen und habe Spaß daran. Ich liebe einen Mann. Ich bin also eine Frau wie Sie. Verzeihen Sie diese Beleidigung, ich bin nur eine Prostituierte. Noch einmal Susan Sontag. Bei Frauen wird das Libidinöse immer unterdrückt und gegen sie als mit ins oder bei Frauen wird das Libidinöse immer unterdrückt oder gegen sie ins Feld geführt. Mein Vater war ein blutarmer Sattlergehilfe. Der Schlosser nahm mich vom Boden auf und hielt mich auf seinem Schoß. Ich wollte schreien, aber er sagte leise, sei starr, ich tue da nichts. Und dann legte er mich zurück, hob mein Röckchen auf und betrachtete mich, wie ich nackt vor ihm auf seinen Knien lag. Ich fürchtete mich sehr vor ihm, aber ich verhielt mich ganz still. Ungefähr 7 Jahre war ich geworden, als ich eines Nachmittags mit Franz zu Nachbarskindern auf Besuch ging. Wir spielten zuerst ganz harmlos, da sagte die Anna auf einmal, spielen wir doch Vater und Mutter. Ihr Bruder lachte und sagte, die will immer nur Vater und Mutter spielen. Aber Anna bestand darauf, trat zu meinem Bruder Franz und meinte, als du bist der Mann und ich bin die Frau. An den Storch glaubte ich nicht mehr so recht, aber genaue Vorstellungen davon habe ich bisher nicht gehabt, auch mein Bruder Franz nicht. Aber Anna war schon zu Franz getreten und griff nach seinem Hosendürtel. Komm nur, sagte sie, tu ihn heraus, dein Zipfel. Franz stand ganz bewegungslos da und wusste gar nicht, wie ihm geschah. In diesem Moment ergriff mich Ferl. Leg dich nieder, zischte er mir zu. Ferdl erzählte uns die Geschichte. Die Frau Rheintaler ist vom Waschen kommen, einen ganzen Korb voller Wäsche hat's tragen und ich bin gerade auf der Stiegen gewesen. Dann, wie ich's gegrüßt habe, sagt sie zu mir, Geferl, bist der starker Bur, kennst man nicht Höfer den schweren Korb am Boden aufgetragen? Und so bin ich halt mit ihr aufgegangen und wie wir droben sehen, fragt's mich, was willst du jetzt dafür, dass du mir Käufer hast? Nix, sage ich drauf. Komm, ich zeig dir was, sagt sie. Packt mich bei der Hand und legt sich's auf die Brust. Gehört ja, das ist gut. Wenn du niemandem was ausplaudern möchtest, darfst du nur was anderes. Na, da hat sie sich über den Wäschkorb gelegt und hat mich auf sich genommen und hat mir den Schwanz mit der Hand hineingesteckt in ihre Fut. Und wie es dann aus war, ist rasch aufgesprungen, hat sich ihr Leibel zuknöpft und hat ein ganz böses Gesicht gemacht. Schau, dass du weiterkommst, du Lausbuhr, hat sie gesagt. Und wenn du dich verplauderst, reiße dein Schädel an. Anna meinte, ja hinein geh du da, weh tut's, lass gehen, es tut weh, Ferdl beruhigte sie, das macht nix, das ist im Anfang so. Anna fing auf einmal laut zu schreien an, sie weigerte sich, das Spiel fortzusetzen. Und ich musste Ferdl noch einmal auf mich nehmen, weil er sich nicht beruhigen wollte. Nun war aber auch ich einigermaßen rot gerieben und weil es inzwischen schon Zeit wurde, gingen wir heim. Mein Bruder und ich sprachen auf dem Weg in unsere Wohnung kein Wort. Ich war erst 7 Jahre alt, aber meine Geschlechtlichkeit kam voll zum Ausbruch. Sie muss in meinen Augen zu lesen gewesen sein. Mein ganzes Gesicht, mein Mund, mein Gang muss eine einzige Aufforderung gewesen sein, mich anzupacken und hinzuschmeißen. Nur so kann ich mir die Wirkung erklären, die damals schon von mir ausging, die ich in der Folge übte und die ich das zustande brachte, dass fremde, wie mir scheint, besonnene Männer gleich bei der ersten Begegnung mit mir alle Vorsicht außer Acht ließen und unbedenklich alles wagten. Diese Wirkung kann ich auch jetzt noch bemerken, wo ich weder jung bin noch schön und wo mein Körper welk geworden und die Spuren meines Wandels greifbar zu erkennen gibt. Trotzdem gibt es noch Männer, die auf den ersten Blick von mir in Flammen geraten.
Aber das darf man nicht. Das ist eine schwere Sünd. Unkeuschheit ist das. Und wer vögelt, kommt in die Hölle. Immer wurde ich zuerst vom Pferdl, Anna vom Franz gevögelt, dann die Anna von meinem Bruder und ich von den meinigen. Trafen wir die beiden einmal nicht daheim oder mussten wir selbst zu Hause bleiben, dann vögelten wir eben allein. Aber es verging kein Tag, an dem wir nicht aufeinander lagen. Unsere gemeinsamen Gespräche aber drehten sich nur um den einzigen Wunsch, es einmal mit einem Großen tun zu dürfen. Anna und ihn und ich wünschten uns einen wirklichen, einen erwachsenen Mann. Ich sah mit Verwunderung, wie Beudel meiner Schwester auf den Mund küsste, denn ich hatte bisher nicht gedacht, dass Küssen mit dazugehört. Er erlaubte mir nur gnädig mit seinem Schweif zu spielen, was ich auch tat. Wir vögelten stehend und liegend und hatten, Anna ebenso wie ich, oft sogar Schmerzen zu leiden. Unterdessen wollten die anderen, Franz, Beudel und Ferdinand, das neu entdeckte Mundvögeln auch erproben. Anna und ich mussten herhalten und es ging ganz leicht. Ohne zu wissen, was ich tat, spielte ich mit. Er hielt mich dabei am Genick fest. Robert erzählte uns, dass er schon seit 2 Jahren vögle. Seine Stiefmutter hatte ihn dazu abgerichtet. Nein, ich mag nicht. Ah, was? Mein Vater war ein starker Mann mit einem großen Schnurrbart und wilden Augen. Ich sah, wie er die Mutter ergriff, ihr das Hemd abriss, sie bei beiden Brüsten packte und aufs Bett warf, sodass er gleich auf ihr lag. Wie alles vorüber war, saß er ganz erschrocken da, drückte mich in seine Arme und flüsterte mir zu. Wirst du es niemandem sagen? Ich schüttelte den Kopf. Da ging er fort. Ein paar Tage lang sah ich ihn nur flüchtig. Er wich meinen Blick aus und schien sich vor mir zu schämen. Das berührte mich ganz wunderbar. Mein Engel, mein Mausel, mein Schatzel, meine kleine Geliebte, ich bitte dich um Gottes Willen. Ich war über diese Namen, die er mir gab, ganz baff, bildete mir ungeheuer viel drauf ein und arbeitete, um es ihm recht zu machen. Schatzel, Engel, Mausel, Herzel, Geliebte. Seit ich von Herrn Eckhardt gevögelt worden war, sah ich mich nach erwachsenen Männern noch mehr um. Malte es mir von jedem aus, wie er mich auf die Knie nehmen würde und freute mich, mit ganz anderen Augen nach ihnen zu blicken. Es kam auf der Straße oft vor, dass Männer, die ich angeschaut hatte, sich erstaunt nach mir umdrehten. Manche blieben sogar stehen und einer winkte mir, aber ich getraute mich nicht, ihm zu folgen, obwohl ich dann plötzlich geil wurde. Mir taten diese Versuche sehr weh, aber ich muckte nicht. Schon wollte ich aufschreien, so heftig schmerzte mich die Sache. Gleich darauf sprang er auf, ließ mich liegen und ging davon, ohne mich auch nur anzusehen. Es dunkelte schon und ich wollte eilig nach Hause. Kaum aber war ich 100 Schritte gegangen, klopfte mir jemand auf die Schulter. Erschrocken fuhr ich zusammen, vor mir stand ein zerlumpter Bub, etwas kleiner als ich, vielleicht auch etwas jünger. »Du, was hast du mit dem Soldaten getan?«, fragte er mich. »Nichts«, schrie ich ihn zornig an. »So, nichts«, lachte er höhnisch. »Ich hab's ganz gut gesehen, was du getan hast.« Ich bekam Angst. »Nix hast gesehen, du Lausbub«, fuhr ich ihn an, aber schon weinerlich. »Meiner Seele, ich hab nichts getan.« Er fuhr mir mit der Hand zwischen die Beine. »Du Luder, du, ich hab's gesehen, Vögel hast im Gras dort, verstehst?« Er stand zornig da und puffte mich immerfort in die Fut. »Was willst du denn von mir?«, fragte ich ihn bittend, denn ich sah wohl ein, dass ich ihm das Geschehene nicht ableugnen konnte. »Was ich will?« Er trat ganz dicht zu mir. »Auch vögeln will ich, verstehst?« Jetzt gab ich ihm einen Stoß vor die Brust. »Schau, dass du weiterkimmst.« Aber plötzlich schlug er mir eine Ohrfeige ins Gesicht, dass es nur so klatschte. »Ich werd's dir geben, stößen«, rief er. »Mit einem Soldaten mögst vögeln und mir jetzt stoßen, was? Na wart nur, ich geh zu dir zu Haus und sag's deiner Mutter, ich kenn die ja.« Mit diesem Satz trat ich zur Seite und rannte davon. Aber er holte mich ein, erwischte mich bei der Schulter und wollte mich wieder schlagen. »Komm, Vögeln«, sagte ich jetzt rasch. Ich gab es auf, ihm zu entrinnen, und wir traten hinter das Gebüsch. Er mochte 7 Jahre alt sein. Es tat mir doch ein wenig weh, aber ich war viel zu stolz, jetzt endlich wie eine wirkliche Frau gevögelt zu werden, als dass ich es nicht ausgehalten hätte. Er lief gleich davon und ich ging endlich nach Hause. Der Vater war mit der Mutter im Gasthaus, der Herr Eckhardt lag in der Küche im Bett, meine Brüder schliefen schon. Ich wollte bei Eckhardt vorbei, aber er rief mich leise an. »Engel«, sagte er, »mein Schatzerl,
Es war ein ereignisreicher Tag für mich gewesen. Als wir dann fertig waren, sagte Horak, während er sich die Hose zuknöpfte, das Mädel ist aber schon wie eine Ausklärende. Frau Reintaler lächelte mich an und meinte, natürlich, ich habe sowieso gleich erkannt, ein kleines Menscherl ist sie. Und zu mir gewendet fragte sie, wie oft hast du denn schon gevögelt? Ich leugnete natürlich, gar nicht, aber meiner Seele gar nicht. Ein paar Tage später traf ich den Herrn Horak, wie er eben in den Keller ging. Ich grüßte ihn laut, küsste die Hand, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Er drehte sich in der Kellertüre um, erblickte mich, kam zurück und spähte weiter, ob niemand da sei. Als er sich dessen vergewissert hatte, rief er mich, komm mit in den Keller, magst? Ich war gleich dabei. Ich gebe dir eine Gulden, versprach er. Ich bitte dich zu klein, sie können mich schon vögeln. Aber du hast da noch gar keine Haare drauf, meinte er wieder. Das macht nichts. Ich wollte von ihm gevögelt sein und ich gab nicht nach. Tut's weh? Fragte er. Es tat mir schon ein bisschen weh, aber zugleich sagte ich nein. Tut's weh? Es schmerzte, aber ich sagte nein, gar nicht. Und es war auch nicht gerade Wonne, sondern mehr das Vorgefühl einer solchen, aber so heftig, dass ich stöhnen musste. Ja, mein Herzerl, ja, mein Mauserl, sehr gut. Hörst du, bist eine süße kleine Hure, du gefallst mir. Jawohl, du Hure, du Kleine, du Mauserl, jeden Tag möchte ich dich wetzen. Aber, meinte ich, wenn die Frau Reintaler kommt, ach was, flüsterte er, du bist mir viel lieber. Ich hatte Kreuzschmerzen und war von der großen Aufregung ganz schwindelig. Hörst du, sagte er zu mir, du bist aber wie eine ausklärende Hure, so etwas ist mir noch nicht untergekommen. Statt aller Antwort fragte ich noch einmal von der Frau Reintaler. Fing ich noch einmal von der Frau Reintaler an. Schöne Tutteln hat sie, so dick und so weiß. Er meinte aber, du bist mir lieber. Also erzähl mir, du hast schon früher gevögelt. Ja, mit einem Soldaten. Wo denn? Am Fürstenfeld. Ja, wie ist das denn gekommen? Er hat mich auf die Erde gehauen und hat sich draufgelegt. Warum hast du denn nicht geschrien? Weil ich Angst gehabt habe vor ihm. Er zog mich an sich. Na, vielleicht hast du es auch gern da. Gleich darauf schnarchten sie beide, nur ich lag wach und aufgeregt da und wusste nicht, was ich mir jetzt wünschen sollte. Den Franzl, den Pferdl, den Robert, den Herrn Eckhart, den Herrn Horak, den Soldaten oder den Buben aus dem Gebüsch dort. Bei einigen Buben aus unserem Haus und aus der Gasse, in der wir wohnten, war ich jetzt schon sehr bekannt. Wieder muss ich es wohl meinem Gesichtsausdruck und der unwillkürlichen Beredsamkeit meiner Augen zuschreiben, dass sie alle so ohne weiteres annahmen, ich lasse mich vögeln und man brauche mich nur anzugreifen. Freilich waren alle diese Buben ebenso verdorben wie ich und mein Bruder und sie alle vögelten ganz wie selbstverständlich ihre Schwestern, ihre Freundinnen, kurz was sie eben kriegen konnten. Wenn ich solche mir oft ganz unbekannten Buben im Hausflur, auf der Treppe oder auf der Straße begegnete, dann schlugen sie mich wie zur Begrüßung mit der flachen Hand leicht gegen die Fut, wogegen ich sie abwehrte oder ihnen, wenn sie mir gefielen, an das Hosentürl griff. Mit Mädchen aus der Schule hatte ich wenig Umgang in dieser Zeit. Sie mieden von da ab auch den Umgang mit mir. Allein im Parterrekorridor vor der Kellertür, um die ich geil herumschlich und auf einen Buben gleich viel auf welchen wartete. Ich war halt besinnungslos vor Geilheit. Als er fertig war, wischte er sich den Schweif an meinem Hemd ab, steckte ihn in die Hose, klopfte mich auf die Wange und sagte, du buderst besser als die Clementine. Das dritte Mal gingen Zerren und Strecken durch meinen ganzen Körper bis in die Fußspitzen, sodass meine große Zehe sich wie im Krampf schmerzhaft verbog und ich einen harten Schrei ausstieß. Clementine aber hielt mir a tempo noch den Mund zu. Es war, wenn ich mich recht besinne, die erste Kuppelei meines Lebens. Es sei denn, man will annehmen, dass ich meine Mutter an den Eckhart verkuppelt habe, indem ich ihm von ihren unbefriedigten Nächten erzählte. Und nimmt man es genau, so muss man wohl zugeben, dieser Eckhart ist wohl erst durch diese Geschichte auf die Idee geraten.
So standen die Dinge, als meine Mutter plötzlich starb. Ich war 13 Jahre alt und mitten in der Entwicklung begriffen, dass mir die Brüste so rasch wuchsen, dass mein kleiner Polster zwischen meinen Beinen mit Locken sich bedeckte, schreibe ich heute doch wohl dem vielen Geschlechtsverkehr zu, den ich so frühzeitig gepflogen, den heftigen Reizungen, denen mein Körper ausgesetzt war. Ich hatte die ganze Zeit bis zum Tod meiner Mutter fortwährend gevögelt und wenn ich es überschlage, vielleicht mit 2 Dutzend Männern Unzucht getrieben. Einige von ihnen habe ich vergessen. In Erinnerung sind mir nur noch der besoffene Schlosser geblieben, der mich auf freiem Feld, während es noch Tage war, mich dabei würgen wollte. Dann noch ein alter Mann, ein Hausierer, der mir ein paar blaue Strumpfbänder schenkte und mich in einem der kleinen Wirtshäuser, die es damals gab, auf den Abort lockte. Es werden wohl zwei Dutzend Männer gewesen sein. Da starb auf einmal meine Mutter. Sie war nur 2 Tage krank, was ihr gefehlt hat, weiß ich nicht. Ich erinnere mich nur, dass sie am anderen Tag morgens gleich abgeholt und in die Totenkammer gebracht wurde. Wir Kinder weinten sehr, denn wir hatten sie sehr lieb gehabt. Sie war immer gut zu uns gewesen, hatte uns nur selten geschlagen, während wir uns vor dem Vater, der immer streng war, doch weit eher fürchteten, als wir ihn gern hatten. Mein Bruder Lorenz sagte damals zu mir, das ist die Strafe Gottes für eure Sünden, für den Franzl seine und für deine. Ich war tief erschüttert von diesen Worten und glaubte ihm. Deshalb enthielt ich mich auch nach dem Tod meiner Mutter jeglicher Unzucht. Ich gelobte mir, mich nie wieder vögeln zu lassen und der Anblick des Herrn Eckhardt war mir unerträglich. Er war übrigens sehr niedergeschlagen und zog 8 Tage, nachdem die Mutter gestorben war, von uns fort. Ich atmete auf, als er aus dem Haus war. Franzl, mit dem ich jetzt natürlich noch viel öfter als sonst allein blieb, griff mir einmal an die Brüste, aber ich gab ihm eine Ohrfeige und so ließ er mich in Ruhe. Dieser Todesfall bildete einen Abschnitt in meinem jungen Leben. Ich hätte mich vielleicht noch gebessert, aber es kam anders. Ich war jetzt braver als je zuvor in der Schule und fleißiger. Meine Mutter war schon 2 Monate tot und ich hatte ein keusches Leben geführt. Weder einen Schwanz noch eine Schwanzspitze hatte ich die ganze Zeit gesehen und wenn mich meine Muschel kitzelte und ich wider Willen ans Vögeln denken musste, hatte ich doch der Versuchung widerstanden, das Verlangen, das mir zwischen den Beinen brannte, mit eigenen Fingern zu trösten. Da wurde für unsere Klasse und für die ganze übrige beichtpflichtige Schule wieder eine Beichte angesetzt. Ich wollte mich diesmal von der Sünde der Unkeuschheit reinigen und beschloss, alles zu beichten. Auch für die Todsünde, die ich begangen hatte, indem ich meine Vergehungen bei allen früheren Beichten verschwiegen, wollte ich diesmal um Vergebung bitten. Bisher hatte ich, so oft bei unserem jungen Katecheten zu Beichte war, immer Nein gesagt, wenn er mich am Schluss meines Bekenntnisses fragte, hast du Unkeuschheit getrieben? Es war ein schwarzhaariger, langer und bleicher junger Mann und besaß eine strenge Miene, vor der ich mich ebenso sehr fürchtete wie vor seiner mächtigen Nase. Diesmal aber wollte ich aufrichtig alles gestehen. Die Kirche war voller Kinder und es wurde an 3 Beichtstühlen gebeichtet. Ich kam zu einem ältlichen, fetten Korporator mit einem großen, runden Gesicht. Ich kannte ihn nur vom Sehen und er schien mir nachsichtig zu sein, weil er immer so freundliche Mienen machte. Zuerst beichtete ich ihm meine kleinen Sünden, doch er unterbrach mich mit der Frage, hast du vielleicht gar Unkeuschheit getrieben? Zitternd sprach ich ja. Er legte seine harten Wangen dicht an das Gitter und fragte, mit wem? Mit dem Franzl. Wer ist das? Mein Bruder. Dein Bruder? So, und vielleicht noch mit wem? Ja. Also, mit dem Herrn Horak. Wer ist das? Der Bierversilberer in unserem Haus. Mit wem noch? Seine Stimme bebte. Ich musste das ganze Namensregister herzählen. Er rührte sich nicht, als ich fertig war. Nach einer Pause fragte er, wie hast du Unkeuschheit getrieben? Ich wusste nicht, was ich antworten sollte, da herrschte er mich an. Also, wie habt ihr das denn gemacht? Stotterte ich, mit dem zwischen den Beinen. Er schüttelte den Kopf. Habt ihr gevögelt? Mir kam das Wort aus seinem Mund merkwürdig vor, aber ich sagte, ja. Und hast du es auch in den Mund genommen? Ja. Und hast du es dir auch in den Arsch stecken lassen? Ja. Er schnaufte und seufzte und sagte, ach Gott, mein Kind, Todsünden, Todsünden. Ich war ganz weg vor Angst. Er aber meinte, das muss ich alles wissen, hörst du alles? Nach einer Weile fuhr er fort. Das wird aber eine lange Beicht werden und die anderen Kinder warten. Bleibt nichts übrig, als dass du extra beichten kommst. Verstehst?
Yahoo würden, stammelte ich. Gleich Nachmittag, um 2 Uhr kommst du zu mir. Ich verließ verzweifelt den Beichtstuhl. Bis dahin, sagte mir der Kooperator Meier noch zum Schluss, bis dahin erinnerst dich an alles, denn wenn du nicht alles beichten wirst, hilft dir die Absolution nicht. Ich schlich beklommenen Herzens nach Hause, setzte mich nieder und dachte krampfhaft nach und ließ mir alles, was ich getan hatte, wieder einfallen. Vor der Beichte im Zimmer des Kooperators hatte ich eine große Angst und fürchtete mich vor der Buße, die er mir auferlegen werde. Als es aber Zeit war und ich gehen musste, fragte mich mein Bruder Lorenz, wo ich in dem schönen Kleid wolle, und da sagte ich stolz, zum Herrn Kooperator Meier muss ich. Er hat mir es geschafft, dass ich hinkommen soll. Lorenz sah mich mit einem sonderbaren Blick an und ging. Es war Sommer, aber im großen Pfarrhaus empfing mich eine heilige Kühle und eine Stille, die mir Ehrfurcht einflößte. Ich las an den Türen die Namensschilder und klopfte an die Tür, auf der Kooperator Meier stand. Er öffnete mir selbst. Er war in Hemdsärmeln und seine schwarze Weste war aufgeknöpft, sodass sein ungeheurer Bauch hervorquoll. Jetzt, da ich ihn außerhalb des Beichtstuhles zum ersten Mal wieder sah und sein dickes, rotes Pfaffengesicht mir Respekt erregte und mir außerdem einfiel, dass er von mir das viele wusste, trieb mir die Beschämung und die Angst das Blut ins Gesicht. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit, antwortete er, da bist du ja. Ich küsste seine fleischige, warme Hand und er versperrte die Tür. Wir traten noch ein kleines, dunkles Vorgelass in sein Zimmer. Es ging auf den Friedhof. Die Fenster standen offen und die grünen Baumwipfel versperrten jede Aussicht. Das Zimmer war breit und ganz weiß gestrichen. Ein großes Kruzifix hing schwarz an der einen Wand, davor stand ein Betschemel. An der anderen Wand stand ein Eisenbett, eine gesteppte Decke war darüber gebreitet. Ein breiter Schreibtisch nahm die Mitte ein mit einem riesigen schwarzledernen Armsessel. Der Kooperator zog seine Soutane an und knöpfte sie zu. Komm, sagte er. Wir traten an das Betpult, knieten nebeneinander nieder und sprachen ein Vater Unser. Da führte er mich an der Hand zum Großvaterstuhl, setzte sich hinein und ich stand vor ihm gegen die Schreibtischkante fest angelehnt. Na, sagte er, also ich höre. Ich schwieg, aber wusste nicht, wie anfangen vor Verwirrung. Also erzähl. Ich schwieg noch immer und schaute zu Boden. Hörst du? Begann er, fasste mich unterm Kinn und zwang mich, ihm in die Augen zu schauen. Du weißt, dass du schon gesündigt hast, Unkeuschheit, eine Todsünde, verstehst du, mit dem eigenen Bruder, eine Blutschande. Ich hörte das Wort zum ersten Mal und ohne es zu verstehen, erbebte ich. Er fuhr fort. Wer weiß, vielleicht bist du schon ganz verdammt und hast dein Seelenheim schon verwirkt. Für immer, wenn ich deine Seele noch retten soll, muss ich alles wissen, ganz genau, und du musst es mit Bußfertigkeit erzählen. Er sprach mit leiser, stockender Stimme und das machte einen solchen Eindruck auf mich, dass ich zu weinen anfing. Wein nicht, herrschte mich an. Ich schluchzte. Er wurde milder. Na wein nicht, Kinder, vielleicht wird alles gut, erzähl nur. Ich wischte mir die Tränen ab, vermochte aber nichts zu sagen. Ja, ja, hub er an. Die Versuchung ist groß und du hast vielleicht gar nicht gewusst, dass das so eine Sünde ist, was? Gewiss, du bist ja noch ein Kind, hast gar nichts gewusst, nicht wahr? Ich fasste Mut. Nein, nichts habe ich gewusst. Na, sprach er, das ist schon besser. Bist du dem eigenen Drang gefolgt? Bist du nicht dem eigenen Drang gefolgt, sondern verführt worden? Zum Beispiel? Ich erinnerte mich sofort an das erste Vater- und Mutterspiel und beteuerte lebhaft. Ja, Hochwürden, ich bin verleitet worden. Hab's mir gleich gedacht, nickte er mild. Wenn man das so sichtbar tragt, das lockt die Versucher an. Er legte seine Hand leicht auf meine Brust, die schon spitz und hoch unter der Bluse hervorstach. Ich spürte die Wärme, die von ihm ausging, und es beruhigte mich. Mir fiel nichts Arges dabei ein. Das ist ein Werk des Satans, fuhr er fort, dass er einem Kind schon die Brüste eines Weibes gibt. Und dabei nahm er meine andere Brust in die zweite Hand und hielt nun beide. Aber die Tutteln müssen die Weiber verstecken, sprach er weiter, und sie müssen sie unsichtbar machen und schnüren, um die Männer nicht zu reizen. Diese Tutteln sind Werkzeuge der Wollust. Gott hat sie dem Weibe verliehen, damit sie ihre Kinder säugen, aber der Teufel hat ein Spielzeug für die Unkeuschen daraus gemacht und man muss sie verstecken. Ich fand nichts dabei, dass er das tat, sondern hörte ihm voller Spannung und Erbauung zu. Also, wie ist das gewesen, fragte er wieder. Aber mir war nicht möglich, davon zu reden. Gut, meinte er milde, nachdem er eine Weile gewartet hatte, dass ich spreche. Gut, ich sehe, dein Herz ist rein und du trägst Scham, von diesen Dingen zu sprechen. Ja, Hochwürden, stammelte ich begeistert.
Also flüsterte er, ich werde dich fragen, du wirst antworten oder besser, wenn du nicht sprechen kannst, wirst du mir doch Gebärden zeigen, was du verbrochen hast, ja? Ich will, Hochwürden, versprach ich dankbar, nahm seine Hand von meiner Brust und küsste sie inbrünstig. Ich musste, läutete weiter, alle Grade und Arten der Unkeuschheit kennen, die du begangen hast, also beginne. Hast du den Schweif in den Mund genommen? Ich nickte. Oft? Ich nickte wieder. Und was hast du mit ihm gemacht, der Reihe nach? Ich schaute ihn ratlos an. Hast du mit der Hand gespielt damit? Ich nickte wieder. Wie hast du gespielt? Ich stand da, ohne zu wissen, was ich sagen oder tun sollte. Zeig mir genau, flüsterte er, wie du es gemacht hast. Meine Ratlosigkeit stieg an ihren Gipfel. Er lächelte salbungsvoll. Nimm nur meinen Schweif, sagte er. An einem geweihten Priester ist alles rein. Nichts an ihm ist Sünde und nichts an ihm ist sündig. Ich war sehr erschrocken und rührte mich nicht. Er fasste mich bei der Hand und flüsterte weiter. Nimm nur mein Glied, ich zeige dir alle deine Sünden. Ich leihe dir meinen Leib, damit du vor meinem Angesicht beichtest und dich reinigst. Und führte mich dabei an sein Hosenbüro. Ich lag da mit einem Gefühl, in das sich Staunen, Wollust, Freude und Lachlust mengten. Und in dem meine Befangenheit sich endlich löste. Ich fing an zu begreifen, dass der Herr Kooperator eine Komödie spielte und es einfach darauf abgesehen hatte, mich zu pudern. Aber ich war entschlossen, diese Komödie mitzumachen, mir nichts merken zu lassen. Und im Übrigen glaubte ich doch daran, dass der Herr Kooperator die Macht habe, mich von meinen Sünden zu absolvieren. Ich saß auf dem Bettrand und wischte mit einem Sacktuch die Überschwemmung fort, die der Kooperator zwischen meinen Beinen angerichtet hatte. Und ich merkte sehr wohl, wie er jetzt mir vorlügen wollte. Aber ich sagte nichts. Gevögelt war ihm gevögelt, der Kooperator war für mich jetzt wieder Herr Horak oder Herr Eckhardt. Und dann auch, dass er für mich den Vorzug hatte, mich doppelt zu erfreuen. Erstens durch seinen Gnadenhammer und zweitens durch seinen Sündenablass, an den ich immer noch glaubte. Sie verlässt ein anderes Mal die Audienz beim Kooperator, von denen sie in Zukunft viel hat. Er öffnete eine Schulkameradin von mir, stand draußen. Ich habe heute keine Zeit mehr, sagte Hochwürden ziemlich unwirsch. Komm vielleicht morgen Nachmittag. Wir zwei Mädchen gingen nun zusammen fort. Warst schon oft bei ihm? Fragte sie. Heute zum ersten Mal und du? Also ich, sie lächelte, ich war vielleicht schon 20 Mal oben und die Ferdinger und die Großbohr und die Husser und die Schurloch. Sie nannte lauter Namen von Schulkameradinnen. Ich war erstaunt. Ich habe schreien müssen vor Schmerz, aber er hielt mir den Mund zu. Und dann, wie er so hin und her gefahren ist, hat es mir angefangen zu schmecken. Joyce Carol Oates mit offenen Augen. Weil Gefühle wie Flammen sind wie Feuer. Sie lodern auf, können furchtbaren Schaden anrichten, aber sie überdauern nicht. Fakten überdauern. Mit diesem Katecheten passierte etwas, was mir in Erinnerung oft leid tat, denn ich hatte ihn gern. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, mein armer Katechet wurde verhaftet und alsbald wurden auch in der Schule Umfragen nach den anderen Opfern gehalten. Die Kinder zeigten sich gegenseitig an und eines Tages bekam auch mein Vater eine Vorladung, mit mir auf dem Kommissariat zu erscheinen. Mein Vater erfuhr erst hier, was los sei, war aber ganz still und fragte mich nur, ob es wahr sei. Ich gab ihm keine Antwort, ich schämte mich. Da waren auch ganz kleine Kinder aus der ersten Klasse, die auf Befragen erzählten. Die Entrüstung war groß. Melanie war mit ihrem Vater da, der aber immer nur Halt's Maul schrie. Die Leute sahen sie an und meinten, bei ihr sei es kein Wunder, denn sie sei ja eigentlich kein Kind mehr, sondern schon eine erwachsene Person. Der Kommissär, ein junger, hübscher Mann, hatte immer Mühe, sein Lachen zu verbessern. Ich aber zitterte vor Angst. Herr Mutzelbecher, sagte der Kommissär zu meinem Vater im ernsten Ton. Es tut mir leid, dass Sie so Trauriges haben hören müssen. Es ist sehr beklagenswert, dass ein gewissenloser und verirrter Priester Ihre Tochter die Unschuld genommen hat. Aber trösten Sie sich. Die Kleine ist jung, niemand wird etwas davon erfahren und durch eine strenge moralische Erziehung können Sie die böse Folgen hoffentlich verhindern.
Wir gingen nach Hause. Ich war in diesem Moment überzeugt, dass der Katecheten meine Unschuld genommen hatte. Er ist zu einer sehr schweren Strafe verurteilt worden und es wurde ihm besonders hart angerechnet, dass er Melanie und mich verführt hatte. Wenn ich bedenke, dass an uns nichts mehr zu verderben war und dass er gewiss bei vielen anderen Mädchen nicht der Erste gewesen ist, tut er mir herzlich leid. Die Geschichte mit dem Katecheten ist aber für mein ganzes Leben entscheidend geworden, wie ich im weiteren Verlauf der Begebenheiten zeigen werde. Denn trotz dieser Kindergeschichte wäre ich vielleicht eine brave Frau geworden, wie Melanie es wurde, die heute mit einer Schar von Kindern im Gasthaus ihres Vaters sitzt, oder wie manche andere von meinen damaligen Genossinnen, von denen diese frühzeitigen Ausschreitungen nichts geschadet haben. Sonst aber, und auch das muss ich hier, um der Wahrheit die Ehre zu geben, wiederholt feststellen, sonst aber führen Tausende und Abertausende von Mädchen aus der unteren, ja selbst, wie ich weiß, aus den besten Gesellschaftsschichten, in ihrer Kindheit ein so geschlechtliches Dasein treiben ahnungslos, verführt von ihren Gespielinnen und Gespielen, alle erdenkliche Unzucht und werden später sittsame, keusche und anständige Mädchen, Frauen und Mütter, die sich ihre Kinderfehler gar nicht erinnern. In dieser Zeit wechselten unsere Bettgeher und der jetzt kam, war ein Kaffeehauskellner, also Wirter in einem kleinen, anrüchigen Lokal, das man Tschocherl nennt. Um 3 Uhr früh kam er nach Hause, schlief bis 12 Uhr Mittag und ging von uns wieder an seine Arbeit. Er war ein ausgemergelter Kerl mit einem gelben Gesicht, tiefliegenden schwarzen Augen und mit der großen Sechserfrisur, die damals als Nobel galt. Obwohl er vielleicht schon 36 Jahre zählte, hatte er doch nur 4 bis 6 kümmerliche Lippenhärchen, die den Schnurrbart vorstellten. Mir war er höchst unsympathisch und als er mir in den ersten Tagen gleich an die Brust griff, schlug ich ihm auf die Hand und stieß ihn mir von der Brust. Er sah mich scheel an und ließ von mir ab. Doch ein paar Tage später fasste er mich, während ich in der Küche zu tun hatte, plötzlich von rückwärts, hielt mich an sich gepresst und bearbeitete meine Brüste, dass ich fürchtete, die Warzen würden mir aufstehen. Wütend schlug ich um mich, stieß nach hinten mit den Füßen aus und er musste mich freigeben, aber er sagte bös: "Na, na, darf man das Fräulein nur anrühren, wenn man Katechet ist?" Ich war sprachlos vor Staunen, trotzdem fraßte ich mich und schrie ihn an: "Halten's Maul!" "Schön, schön", sagte er, "Sie lassen ihn nur von einem geistlichen Herrn vögeln." Er musste von den Hausleuten alles erfahren haben, aber ich war ihm gewachsen. "Wenn's nicht Ruhe geben", sagte ich streng, "zeige ich Ihnen nachher bei der Polizei an." Er wurde noch gelber und schwieg, während er sich vollends anzog, hieb und stieß er wütend mit seinen Sachen herum. Dann setzte er zornig seinen Hut auf, kam dicht an mich heran und flüsterte: "Na wartens, mit der Polizei drohen Sie mir, Sie Mensch, Sie ausgefickt's, wartens, Sie werden mir nur bitten, dass ich Ihnen die Ehre weiß." Ich lachte höhnisch auf und er ging fort. Aber er war es, der zuletzt lachte. Ich möchte das vorlesen aus einem Buch, herausgegeben von der Ursula Enders. Das heißt "Zart war ich, bitter war's" und Untertitel ist "Handbuch gegen sexuellen Missbrauch". Solange Mädchen und Jungen noch keine direkte Gegenwehr zu leisten vermögen, sind Missbraucher und Missbraucherinnen häufig noch die nettesten Menschen. Allerdings zeigen sie spätestens ihr wahres Gesicht, wenn Kinder oder Jugendliche sich gegen sexuelle Ausbeutung zur Wehr setzen. Schikanen und Gewalt haben Methode. Sie sollten das Mädchen dem Jungen erneut gefügig machen, die Lehrer tyrannisieren mit zusätzlichen Hausaufgaben, schlechter Laune und miserablen Noten die ganze Klasse. Ein Heimleiter droht mit der Verlegung des Mädchens in ein geschlossenes Erziehungsheim. Eine Mutter schikaniert ihre Tochter, ein Vater nähert sich recht offensichtlich der kleinen Schwester oder prügelt die Mutter. Die Gewalt nimmt in extremem Maße zu, wenn Dritte den Verdacht des sexuellen Missbrauchs ändern. Nicht der Missbrauch ist ein Tabu, sondern die Hilfe für die Opfer. Eine klassische Strategie ist, das Kind oder die Jugendlichen durch massive Diffamierungen abzuwerten. "So wie du aussiehst, bekommst garantiert einen ab. Die treibt's mit jedem, die macht's für Zigaretten." Eine ebenso perfide wie häufige Art der Schuldzuweisung ist das "Blaming the Victim", mit welchem dem Opfer der kriminellen Tat auch noch die Schuld aufgebürdet wird.
So versuchen die Täter und Täterinnen ihrem Opfer fast immer eine aktive Beteiligung zu suggerieren. Es macht dir doch Spaß, du willst doch. In einigen Fällen demonstrieren Täterinnen und Täter sogar vor oder unter Beteiligung von Dritten die scheinbare Freiwilligkeit des Opfers. Doch wenn ein Kind auf einen Schoß eines Erwachsenen krabbelt und Vater oder Mutter Kind spielt, will es Zärtlichkeit und Zuneigung, es will keine sexuellen Kontakte. Du hast ja freiwillig mitgemacht, ist dementsprechend die gängige Argumentation des Täters oder der Täterin, und je länger der Missbrauch dauert, desto mitschuldiger fühlt sich das Opfer. Sie hat es ja nicht gesagt und hat im doppelten Sinne des Wortes es sich gefallen lassen. Täter und Täterinnen verstricken Mädchen und Jungen in eine Geheimhaltungsallianz und in ein Netz von Lügen. 1739 schrieb der Hallenser Mediziner Michael Alberti einen Kommentar zur Cautio Criminalis Carolina, also dem damals aktuellen Gesetzestext, der Gesetzes, der, wie sagt man, also so quasi dem, dem Gesetz halt, also zum Strafrecht. Ja. Also die Cautio Criminalis Carolina war das Buch, in dem alle Gesetze damals drin entstanden. Und in diesem Kommentar hat Alberti eine bis heute weltweit einflussreiche Behauptung zum ersten Mal gemacht. Erstens, dass ein Mann allein physisch nicht in der Lage sei, eine einzelne Frau zu vergewaltigen. Und zweitens, dass die Genitalien von Frauen, von Ehefrauen zum Beispiel und Frauen, die schon Geschlechtsverkehr gehabt haben, oder von Witwen so geweitet seien, dass ihnen eine Vergewaltigung sowieso Spaß machte. Und er warnte bereits damals vor Fallschirmjägern gieriger Weiber, die ihre Fehltritte vertuschen würden wollen, indem sie Vergewaltigungen anzeigen, die eigentlich ja wunderbar lustvoll seien. Als Beweis gegen die Frauen sahen manche auch die Jungfräulichkeit, also das Hymen, wobei die Existenz eines Hymen 1750 in der Wissenschaft hoch umstritten war. Ein anderer Beweis für die Jungfräulichkeit außer dem Hymen war übrigens die Farbe der Brustwarzen. Der Busenfreund von Immanuel Kant, Daniel Metzger, sah als klaren Beweis für die Moral einer Frau übrigens die Festigkeit der Brüste an, an der abzulesen sei, ob sie eher eine brave, treue Frau sei oder eine untreue Frau. Die Geschichte der Josephine geht weiter. Am nächsten Tag verschlief mein Vater wieder die Arbeit und weil es jetzt öfters vorkam, wurde er eines Tages entlassen. Der Vater hatte Rudolf oft um Geld angegangen und immer solches von ihm bekommen, denn der Vater verdiente nichts und steckte natürlich schon nach ein paar Wochen in großen Schwierigkeiten. Einmal aber antwortete Rudolf auf ein solches Verlangen. »Warum verdient denn die Peppel nichts?« »Die Peppel?« fragte der Vater und sah mich an. »Na ja«, meint Rudolf, »sie könnte doch auch so viel verdienen wie die Zenzi.« »Soll sie eine Hure werden?« antwortete der Vater langsam. »A was, a Hure«, rief der Rudolf, »jetzt tut's doch dasselbe, was die Zenzi macht. Da ist ja nichts dabei und tausende von Mädchen müssen sie so ihr Geld verdienen.« »Das ist schon richtig«, mein Vater blickte unschlüssig drein. »Aber hin, aber her«, die Zenzi fuhr fort. »Die Zenze verkehrt nur mit lauter feinen Herren, die lassen gar keinen ordinären Menschen drüber. Was glauben's denn? Die habe ich schon dressiert. Und die Herren, vor denen sich die Zenze budern lässt, sie sind alleweil noch nobler als der Katechet, der die Peppel gefickt hat. Und nicht einmal was zahlt hat er ihr, der Schmutzian.« »Der Schmutzian«, sagte mein Vater in nachträglicher Entrüstung. »Na, und was möchte denn der Peppi schaden, wenn sie jetzt doch für den Vater was verdienen tät?«, fragte der Rudolf. »Sie haben sie lange nur für ihre Kinder plagt.« »Ja, da haben sie ganz recht«, pflichtete mein Vater bei. »Na also, lassen sie die Peppi nur mit der Zenzi gehen.« Aber mein Vater fragte ängstlich, »Und die Polizei?« »Ah was, die Polizei«, machte Rudolf verächtlich, »lassen sie nur die Zenzi machen, die kennen sie schon aus.« »Wenn sie aber einmal...« Mein Vater hatte Angst. »Na und wen schon«, lachte Rudolf. »Nachher sagen sie, sie wissen von nichts und das Mädel ist von selber so schlecht. Die Peppi wird sie nicht verraten.« So wusste ich also, dass ich mich vor der Polizei in Acht zu nehmen hatte. Ich schwieg die ganze Zeit und wurde auch nicht gefragt.
Mein Vater überlegte hin und her, dann wiederholte er. Nein, ich mag nicht, dass das Mädel eine Hur wird. Aber davon ist doch keine Rede, unterbrach ihn Rudolf. Das ist ja nur, bis sie wieder Arbeit gefunden hat. Dann kann die Peppe ja wieder solid werden. Ich möchte ein bisschen zur Polizei was sagen. Die Polizei, dein Freund, ein Helfer. In Indien gibt es eine, also Indien ist ja bekannt dafür, dass die Gewalt gegen Frauen dort eher jetzt nicht so gering ist wie in anderen Ländern. Und eine Sexarbeiterinnen-Selbstorganisation hat eine Befragung gemacht unter 21.000 Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern. Diese 21.000 Menschen haben berichtet von 48.000 Fällen von Polizeigewalt. Polizeigewalt und Polizeirepressionen sind weltweit von Sexarbeiterinnen immer als erstes und größtes Problem genannt. Und infolgedessen wenden sie sich oft, wenn sie ein Problem haben, natürlich nicht an die Polizei, weil sie sie nicht als Helferinnen sehen können zu Recht, was natürlich gewaltfördernd ist. Bei derselben Befragung dieser 21 Personen wurden neben den 48 Fällen von Polizeigewalt 4.000 Fälle von Gewalt durch Kunden genannt. Das heißt, dass es 12-mal mehr Gewalttaten von der Polizei gegeben hat als von Kunden. Und während nur jede fünfte, nicht einmal jede fünfte Person einen Fall von Gewalt durch einen Kunden gehabt hat, war es bei jeder Person mehr als 2,2 Fälle. In Preußen waren Bordellbesitzer in der obersten Kategorie der Wahlen. Normalerweise betreffen Anklagen im Zusammenhang mit Prostitution fast ausschließlich Sexarbeiterinnen und nicht, wie man vielleicht glauben hätte, Menschenhändler oder Fälle von Ausbeutung etc. Da gibt es ganz, ganz viele Untersuchungen darüber. Zum Beispiel in Cook County waren es von 1266 gezählten Verurteilungen 97%, die Sexarbeiterinnen betrafen. Kondome sind fast weltweit ein Beweis für Sexarbeit. Ich kenne persönlich zwei, übrigens weibliche Betreiberinnen von Stundenhotels, die einen Prozess hatten wegen Förderung der Prostitution, weil sie Sexarbeiterinnen Kondome geschenkt haben. Die Mindeststrafe für Anwesenheit in einer Verbotszone in Österreich, also fast überall, es gibt in Österreich drei ganz kleine Bereiche in Wien, wo Sexarbeit auf der Straße erlaubt ist. Also die Mindeststrafe für die Anwesenheit in Wien ist 500 €. Es reicht dafür, also im Polizeiprotokoll, es gibt einen Vortrag von der Polizei, da steht unter anderem drauf Winken, einschlägige Gesten, einschlägige Kleidung. Aber es reicht eigentlich, dass sie dort ist, und die Höchststrafe ist in Salzburg 19.600 € für ein einziges Mal am Straßenstrich stehen. Also die gesetzlich vorgegebene Höchststrafe. In Wien ist die Strafe für Radfahren am Gehsteig übrigens 21 €. Die Polizei gibt auch in vielen Ländern der Welt Daten von Sexarbeiterinnen an die Medien weiter, aber auch an sich beschwerende Anrainerinnen. Also zum Beispiel Fotos oder Meldedaten, oder sie nimmt auch Journalisten busweise zu Razzien mit, oder sie nimmt Politikerinnen und Politiker mit. Es gibt in Wien ein Bürgerkomitee gegen den Straßenstrich in einem Gebiet, wo jetzt Verbotszone ist, die sich nach wie vor auf ihrer Website, also ich habe jetzt schon 3-4 Wochen nicht geschaut, aber sie haben sich auch mehrere Jahre nachdem dieser Straßenstrich schon verboten war, auf ihrer eigenen Webseite noch als Kuckucksklan bezeichnet. Sind dort Frauen und Sozialarbeiterinnen mit kochendem Wasser übergossen worden. In Salzburg gibt es ein Mitglied von einem Bürgerkomitee, der öffentlich zugegeben hat, dass er mit der Softgun Zielschießen auf Sexarbeiterinnen übt. In den diversen Publikationen dieser Bürgerkomitees liest man fast in jedem etwas über schmutzige Taschentücher, die doch tatsächlich der Beweis dafür sein, dass man Prostitution in der Öffentlichkeit verbieten muss, weil es geht jetzt wirklich nicht, dass jemand ein schmutziges Taschentuch wohin schmeißt. Ja, also was man auch liest, ist immer wieder von Seuchen und der Bedrohung von Seuchen durch einen Straßenstrich und natürlich von Immobilienpreisen.
Starhawk hat einmal geschrieben, die Kultur kennt endlose Möglichkeiten, unseren Mangel an Wert zu bestätigen. Und das setze ich jetzt in Relation zu den Taschentüchern. Melissa Gira Grant, von der ich schon vorher was vorgelesen habe, die Autorin und ehemalige Sexarbeiterin, schreibt, es geht da genau darum, um Solidarität, nicht um Rettung. Eure emotionale Haltung gegenüber Sexarbeit ändert gar nichts daran, wie die Sittenpolizei uns bei ihrer Arbeit vorgeht. Noch einmal möchte ich etwas von der Barbara aus Lyon vorlesen. Wenn es dir nicht passt, dann geh dich doch bei den Bullen beschweren. Mit diesem Satz haben uns die Freier oft verhöhnt, wenn sie über uns herfielen. Sie wussten genau, dass wir es nicht tun würden und für sie bedeutete das, dass wir der letzte Dreck sind, den niemand verteidigt. Ich weiß nicht, wie man den Namen dieser Frau ausspricht. Virginie Despont, sie ist berühmt geworden mit dem Buch und dem Film Baisse-moi, fick mich. Sie ist Autorin und war eine frühe Sexarbeiterin und in ihrem Buch King Kong Theorie, das ich sehr empfehlen kann, schreibt sie, sofern wir es nicht mit der großen Unbekannten der Revolution der Geschlechter aufnehmen wollen, wissen wir ziemlich genau, welcher Rückschritt uns blüht. Ein allmächtiger Staat, der uns wie kleine Kinder hält, mischt sich in all unsere Entscheidungen ein, natürlich nur zu unserem Besten. Und unter dem Vorwand, uns besser zu beschützen, belässt er uns in einem frühkindlichen Stadium, in Unwissenheit mit der Angst vor Bestrafung und Ausgrenzung. Die Sonderbehandlung, die bisher allein den Frauen vorbehalten war, wobei Schamgefühle stets als die beste Waffe galten, um sie zur Isolation, zur Passivität und zur Unbeweglichkeit zu verdammen, könnte in Zukunft allen gelten. Und Melissa Gira Grant sagt, Sexarbeiterinnen sind Objekte sozialer Kontrolle. Zurück zur Josephine. Diese Logik leuchtete meinem Vater ein und Rudolf gewann ihn ganz, als er hinzufügte. Ich lasse die Zenzi ja auch nur wieder vögeln, weil ich vazierend bin. Bis ich eine Stell habe, muss sie wieder brav sein. Am nächsten Tag rückte ich mit Zenzi aus. Es war beschlossen worden und so begann ich meine Laufbahn. Wir gingen in die innere Stadt, auf den Graben, Stephansplatz, Kärntnerstraße und so weiter. Es war sommerheiß und wir hatten nur leichte Blusen an. Dazu hatte mich Zenzi zu Hause gelehrt, mir das Hemd bis zum Gürtel herabzulassen, sodass ich die Brust unter dem Kleid bloß hatte. Zenzi war sehr geschickt und lachte auf dem Weg allen Männern ins Gesicht. Ich brachte das nicht gleich zu Wege, denn ich war befangen, aber ich schaute ihnen dafür ernst in die Augen und das genügte. In der Schönlaterngasse war ein finsteres altes Haus mit einem engen, finsteren Flur. Dorthin führte mich Zenzi. Wenn man ins Tor ging, kam man zu einer Tür. Sie klopfte und ein hässliches altes Weib öffnete. Wir standen in einer Küche, in der man fast gar nichts sah und von der aus man in ein Kabinett kam, das ebenso lichtlos war. Meine Freundin wird auch herkommen, sagte die Zenzi. Die Alte schaute mich prüfend an und fragte, sind es schon 14 Jahre vorbei? Schon längst, log Zenzi für mich. Sie ist nur ein bisschen klein. Und ich war ganz, nach ihrem ersten Freier, schreibt sie, und ich war ganz glücklich, 2 Gulden in 2 Minuten verdient und so leicht. Was hatte ich denn für eine Mühe gehabt? Über den nächsten. Und als er das Glas Wein bekam, leerte er es auf einen Zug, schaute mich böse an und gab mir 5 Gulden. Ich fühlte mich reich und hüpfte vor Freude in der Stube umher. Nun sah ich ein, dass ich eine Muschel besaß und ich beschloss, sie nicht mehr zu verschenken. Sie macht dann noch 10 Euro mit einem Masochisten und 5 Euro fürs Fotografiert werden. Am Ende des Tages hat sie 22 Gulden verdient, also an einem Tag, während ihr Vater einen Wochenlohn von 8 Gulden hatte. Sie ist immer noch 13. Ich gab dem Vater 5 Gulden. Er sagte nichts, aber er nahm das Geld und holte Wein.
Zenzi musste Rudolf beichten, wie ich mich angestellt hatte. Er lobte mich. Dann begann das übliche Saufgelage und ich lag in dieser Nacht wieder unter meinem Vater. So endete der erste Tag meines Hurenlebens. Ich war nun käuflich ein Ding für jedermann. Ich ging nun täglich in der ersten Nachmittagsstunde mit Zenzi oder auch allein in die Stadt. Und das Geld, das ich verdiente, lieferte ich prompt meinem Vater ab, der jetzt gar nicht mehr daran dachte, sich eine Arbeit zu suchen, sondern es vorzog, auf meine Kosten zu leben und meinen Verdienst zu vertrinken. Meine Brüder sah ich gar nicht mehr. Franz war in Simmering weit draußen am entgegengesetzten Ende der Stadt in der Lehre und Lorenz, der die Wirtschaft, die bei uns war, von Anfang an durchschaute und der Rudolf nicht leiden mochte, ließ sich nicht mehr blicken. Von dem Geld, das ich mir behielt, kaufte ich mir heimlich hier und da ein Stück zum Anziehen und auch zum Putzen. Aber Rudolf erlaubte es weder Zenzi noch mir, mit den guten Sachen angekleidet auf den Strich zu gehen. Er meinte, wenn wir aufgeputzt dahergingen, werde die Polizei aufmerksam auf uns werden. Und außerdem werden die Herren, die uns nachliefen, wegbleiben, weil sie uns für konzessionierte Huren halten würden und weil nur die Heimlichkeit unser Gewerbe reize. Melissa Gerald Grant schreibt, Sanktionen richten sich nicht gegen alle Menschen, die gleichgeschlechtlichen oder käuflichen Sex praktizieren, sondern gegen diejenigen, die am sichtbarsten waren. Ich wusste nun alles, war in allen Schlichen und Pfiffen meines Metiers bewandert und verstand mich darauf, den Wachmännern auszuweichen und sie zu täuschen. Und verstand mich auch darauf, den Leuten, mit denen ich mich abgab, so viel Geld als möglich abzuluxen. Auch vor der Franzosenkrankheit war ich gewarnt und völlig darüber aufgeklärt, wie man sie erkenne. Rudolf habe ich in diesen Dingen viel zu danken gehabt. Er hat mich gelernt, auch auf die Männer Acht zu geben, dass sie mir mit keiner Waffe nahen, mich nicht am Halse würgen oder mir den Mund zu halten. Er war es, der mir einschärfte, wenn ich mit jemandem ins Hotel oder in die Wohnung gehe, das Geld vorher zu verlangen. Und er war es, der mich warnte, jemals eine Kaserne zu betreten, es sei denn zu einem Offizier. Ich kann nicht alles aufschreiben, was ich in diesen Jahren als Hure überhaupt erlebt habe. Meine Kindheitserinnerungen, so wechselvoll und bewegt sie sein mögen, sind mir haften geblieben und ich habe von ihnen berichtet. Schließlich sind es Kindheitserinnerungen, wenn auch freilich sehr geschlechtlich und sehr wenig kindlich. Aber sie bleiben auf alle Fälle tiefer und dauernder in unser Gedächtnis eingegraben, wie alles, was wir später erleben. Wenn man bedenkt, dass das Jahr 365 Tage hat, und wenn man nur gering gerechnet den Tag mit drei Männern einschätzt, so macht das an 1100 Männer am Jahr, macht in drei Jahrzehnten wohl 33.000 Männer. Es ist eine Armee und man wird es weder anraten noch wünschen, dass ich jedem dieser 33.000 Schweife, die mich im Laufe der Zeit bewedelt haben, einzeln Rechenschaft ablege. Es ist auch gar nicht notwendig, dass ich es tue. Weder für mich, die ich diese Blätter nur aufschreibe, um mein Leben in seinen Hauptzügen an mir vorbeigleiten zu lassen, noch für diejenigen, die in diesen Aufzeichnungen vielleicht nach meinem Tode blättern werden. Denn im Ganzen ist die Liebe unsinnig. Das Weib gleicht so einer alten Rohrpfeife, die auch nur ein paar Löcher hat und auf der man eben auch nur ein paar Töne spielen kann. Die Männer tun dasselbe. Sie liegen oben, wir liegen unten. Sie stoßen und wir werden gestoßen. Das ist der ganze Unterschied. Judith Herman schreibt, der Täter wie das Opfer will das Opfer nicht nur in Todesangst versetzen, sondern es soll auch noch dankbar dafür sein. Und zum Schluss möchte ich noch etwas vorlesen aus dem Buch, aus dem ich schon gelesen habe, Komm wie du willst, das neue Frauensexbuch. Ab dem Tag ihrer Geburt hatte die Welt die Wahl, was sie hinsichtlich ihres Körpers lehren sollte. Sie hätte ihnen beibringen können, voller Selbstvertrauen und Freude in ihrem Körper zu leben. Sie hätte ihnen vermitteln können, welche wunderbare Gaben ihr Körper und ihre Sexualität sind. Aber stattdessen hat die Welt sie gelehrt, kritisch und unzufrieden mit ihrer Sexualität in ihrem Körper zu sein. Sie haben gelernt, etwas von ihrer Sexualität zu erwarten, das mit den tatsächlichen Gegebenheiten nicht übereinstimmt. Man hat ihnen ein Märchen darüber erzählt, was in ihrem Sex- und Liebesleben passieren würde. Und dieses Märchen war falsch. Man hat sie belogen.
Ich bin für Sie wegen dieser Lüge stinksauer auf die Welt. Und ich arbeite dafür, eine Welt zu schaffen, die Frauen in Bezug auf ihre Körper nichts mehr vorlügt. Ich kann die Verletzungen, die die Welt ihnen zugefügt hat, nicht ungeschehen machen. Und das können Sie auch nicht. Aber was Sie können, ist heilen. Genauso perfekt und schön wie Ihre Genitalien sind, ist auch Ihre Sexualität. So wie sie ist, sind Sie normal und schön. Und solange Sie keine Schmerzen haben, sind Sie gesund. Wenn Sie also feststellen, dass Sie mit Ihrer Sexualität unzufrieden sind, wenn Sie Scham, Frust oder Trauer erleben, dann gestatten Sie sich, diese Gefühle von sich wegzulenken und richten Sie sie lieber auf die Gesellschaft, die Ihnen die falsche Geschichte erzählt hat. Seien Sie nicht auf sich selber wütend, sondern auf die Gesellschaft, die Sie belogen hat. Trauern Sie nicht um Ihre Abweichung von einem falschen Ideal, das bestenfalls willkürlich und schlimmstenfalls Ergebnis von Unterdrückung und Gewalt ist. Trauern Sie lieber um die mitfühlende Umwelt, die Sie von Geburt an verdient hätten und nicht bekommen haben. Ich weiß nicht, wie leicht es Ihnen fällt, Kontexte zu erzeugen und zu kreieren, die Lust und Verlangen erzeugen. Ich weiß nicht, wie sehr Sie sich Ihre Sexualität in Ihrem eigenen ganz privaten Garten zu Hause fühlen. Aber ich weiß, dass Sie die Gärtnerin sind. Und ich weiß, je mehr Sie mit den angeborenen Besonderheiten Ihres Gartens arbeiten, desto gesünder und üppiger wird er gedeihen. Ich weiß, Sie sind schön, so wie Sie gerade sind. Absolut in der Lage zu selbstbewusstem, freudvollem Sex. Ich weiß, dass Sie normal sind. Danke.